Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Civilization 6. Wir haben St. Petersburg verloren, wie eigentlich erwartet. Können da jetzt auch erstmal nicht ganz so viel machen. Können jetzt den großen Händler hier einmal rekrutieren. Wir könnten einmal sagen, dass wir einmal, nochmal einen Luftangriff hier nochmal starten. Wir hier versuchen, Düsenjäger einsetzen. Na gut, einsetzen kannst du den ja jetzt auch nicht, hier neue Basis zu weisen. Den kannst du ja mal nach dahin verschieben. Das wäre natürlich möglich. Also nicht, die Infanterie wird wahrscheinlich geringer Sieg. Das ist knapp dagegen. Und ansonsten können wir noch die Straße plündern. Ansonsten haben wir noch relativ viel Gold, was wir da noch mitmachen können. Aber irgendwie alles nicht so super geil irgendwie, ne? So, haben wir noch irgendwelche Rohstoffe, die wir jetzt hier begutachten könnten? Unten vielleicht. Da unten haben wir noch eine Ölressource, das heißt, das können wir uns vielleicht auf jeden Fall nochmal schnappen. Ein Geländefeld hier kaufen. Ne, können wir gar nicht kaufen. Ah, okay, das geht nur durch kulturelle Ausdehnung, okay. Naja gut, dann sei es so. So, Ölkraftwerk, Kohlekraftwerk, das heißt denn da? So, denn mehr davon, von den Rohstoffen her. Kohle haben wir gar nichts mehr. Minus, oh, wir haben gar keine Kohle mehr, okay. Öl haben wir noch, theoretisch. So, bieten 10 pro 10 Kultur, sehr schön. So, unser Flugzeugträger ist auf jeden Fall ready. Aber wir haben auch noch nicht mehr ready. Das heißt, wir werden jetzt mal versuchen, in dieser Folge mal so ein bisschen Kriegsvorbereitung zu treffen. Das heißt, wir werden mal unsere Einheiten hier mal rüberschieben. Hier haben wir noch unseren Handwerker, der irgendwie so ein bisschen auf verlorenem Posten hier irgendwie so ein Stück weit steht. Ah, Griechenland hier. Ah, hier haben wir noch eine. Oh, hier haben. Die Griechen haben eine Einheit rübergeschickt. Okay, eine Einheit haben die Griechen rübergeschickt. Okay, cool. Ja, also tendenziell, also eigentlich vom Prinzip her müssten wir eigentlich hier. Also ich müsste den denunzieren, okay. Okay, dann denunzieren wir Russland einmal. So, der Handwerker. Boah, keine Ahnung, was wir jetzt mit dem Handwerker machen. Den können wir mal hier hinschieben. Ansonsten haben wir hier noch eine Kampfpanzerarmee, die schieben wir auch einmal mit rüber. Ansonsten müssen wir dann irgendwie uns drüben eine Stadt erobern, würde ich sagen. Sind wir jetzt wieder mit Jerusalem im Frieden. Achso, ja, dann sind wir wieder mit Jerusalem im Frieden. Okay. Ja, das ist manchmal merkwürdig, irgendwie. Ja, scheinbar waren wir im Krieg, weil wir mit, ja, okay. Was soll ich dazu sagen? Ne? Okay, wir haben da auf jeden Fall einiges gerade verloren. Das ist nicht so schön. Okay, Russland würde
Rebellion in 9 Runden. Das heißt, das würde dann zu Russland gehören. An der Stelle. Das ist aber okay. So, haben wir noch irgendwas? Nuklearwaffen haben wir jetzt. Okay, wir haben 2 Nuklearwaffen noch. Das heißt, wir könnten eigentlich tendenziell einmal. Oh, das würde 10 Runden dauern, bis da die Einheit hier rüberkommt. Aber würde uns halt davon abbringen, dass wir die Einheit immer wieder befehligen müssen. Das wäre so gesehen der Vorteil daran. Na gut, hier. Naja, hier werden wir das immer mal so ein Step-by-Step runterhauen. Da passiert erstmal nicht so besonders viel damit. Ich liebe es, wie meine Mutter auf dem Weg nach. So, wir können jetzt nochmal einen Nuklearschlag auf jeden Fall nochmal durchführen. Nuklearschlag, einen Luftangriff nochmal durchführen. Dann können wir den Panzer nochmal San Petersburg einnehmen. Aber das bringt halt wieder nichts, ne? Das bringt halt nichts, Stadt behalten. Stadt vernichten. Ihr könnt ja dann vernichten, die ursprüngliche Hauptstadt einer größeren Zähne, oder? Nein, die ist. Sieg ist. Ja, dann kannst du die Stadt halt nur nach und nach runterballern, dass die halt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwann halt auf Null steht. Das ist irgendwie, ja, ganz merkwürdig. Naja gut, wir können ja mal gucken, dass wir vielleicht doch noch einen Gouverneur da eingesetzt bekommen. Aber jetzt hier die Diplomatin haben wir ja bisher noch nicht. St. Petersburg geht auf minus 14 runter, aber es ist, der Einfluss ist dann einfach zu groß von Russland immer noch. Und wir hätten jetzt hier noch einen großen Ingenieur. Sendezentrum. Hier wollen wir mal einen Theaterplatz irgendwo machen. Naja. Oder auch nicht. Machen wir erstmal eine Börse. Das ist okay. So, Kohle sieht schlecht aus. Ja, auch hier eine Rebellion in 9 Runden. Das ist natürlich toll. Das ist natürlich ganz große Klasse, ne? So vom Ding her. Also, not. Aluminium könnten, wir könnten jetzt zumindest wieder eine einzige, hat der jetzt irgendwelche Rohstoffe, die uns, die für uns relevant sein könnten? Der hat auf jeden Fall ein bisschen Öl. Ne, muss man ja sagen. Ne? Oh, der hat Uran, hat er. Uran, Öl, also ganz viel Öl. Ganz viel Öl. Ja, aber auch irgendwie wirklich. Hier wäre noch eine Aluminiumressource. Wäre eigentlich auch nochmal ganz wichtig, Aluminium, aber naja, ansonsten wir könnten hier natürlich irgendwie ein Objekt mit Glauben, mit Dingens kaufen. Das heißt, wir könnten hier einmal mit einem Flugplatz. Hier kannst du einen Kampfbomber kaufen. So, okay. So, den Kampfbomber haben wir. Haben wir als nächstes eine Drohne. Würde ich ganz gerne vielleicht noch eine zweite Drohne kaufen. Okay, das heißt, wir haben jetzt erstmal ein paar Einheiten noch gekauft, das ist erstmal okay. Eigentlich müssen wir dann jetzt als nächstes eine Kriegserklärung raushauen an Russland, damit wir dieses Gebiet hier unten noch bekommen. Damit wir wirklich unseren Kontinent bis auf die Stadtstaaten relativ frei haben. So, der ist jetzt hier, der macht. Okay. So, der Düsenjäger, der kann erstmal gar nichts machen hier. Gar nichts, irgendwie. Haben wir irgendwo ein Projekt? Ich glaube, hier hatten wir ein Projekt, glaube ich. Ein größeres Bauwerk. Kann er da irgendwie was machen? So, zack. Naja, gut. Das bedeutet, der Handwerker, der kann hier schön. Hier unten kann er auf jeden Fall schön ein paar Sachen bauen. Achso, oh, der Kampfpanzer. Der könnte hier reingehen, theoretisch. Das wäre möglich.
Also ich denke, die... Ja, wir haben leider immer noch keine Sicht. Das ist natürlich ein bisschen das Nervige. So, große Wissenschaftler ist ready. Rebellion in 3 Runden. So. Wollen wir jetzt hier Krieg erklären? Verfügbar in 2 Runden. Ah, okay. Das heißt, in 2 Runden ist das verfügbar. Das heißt, unsere Kriegsvorbereitungen, die wir getroffen haben, sind an sich erstmal korrekt. Das hat auch alles erstmal gut funktioniert, muss man so sagen. Das heißt, das ist schon mal schön. Hier mal noch einen Händler bauen und hier gucken wir mal, dass wir einmal Theaterplatz 13 oder 5 mehr, okay. Düsenjäger lassen wir erstmal, das lassen wir erstmal. So, der kann jetzt erstmal hier hingehen einmal. Kann der hier irgendwo irgendwas machen? Ich verstehe es halt irgendwie nicht, ne? Gar nichts machen, ne? Haben wir denn gar keinen Bauplatz mehr frei irgendwie? Oh, zum, das ist doch echt zum Mäusemelken irgendwie, ne? Da hast du große Persönlichkeiten, aber die kannst du nicht einsetzen, ne? Und Petersburg bringt mir nichts. Ja, die eine Stadt, ne, die wächst nicht mal, ne? Ja, das ist geil. Da hat die KI... Das Ganze richtig verhunzt, muss man sagen. Okay, oh, ich krieg nicht mal, oh, ich krieg nicht mal irgendwie diplomatische Gunst. Ich krieg gar nichts davon. Oh, okay. Das ist auch ganz cool. Das ist natürlich cool. Ja, der kann hier, ach, der große Ingenieur, der ist irgendwie so richtig useless, echt. Das Problem ist, ich habe jetzt gerade mit meinem Kampfpanzer ordentlich aufs Fressbrett bekommen, muss man sagen. Das war nicht so cool. Das war echt nicht so cool. Rebellion immer noch in 2 Runden. Ja, die können wir auch dann entfernen, weil jetzt die ganze Zeit das nervig, also. Oh, cool. Da brauchen wir auf jeden Fall die Drohne. Das bringt uns alles nichts. Nazca-Linie, was ist das denn? Solarpark. Oh, cool. Ah. So, was? Automatisierte Arbeiterschaft. Ja, Stadtprojekte, aber minus Annehmlichkeit. Okay. Okay. Ah, cool. Das ist das, was ich ganz gerne möchte. Kriegen wir da was hin? Eine Rebellion in 3 Runden. Okay, dann kriegen wir das vielleicht doch noch irgendwie umgebogen. Ja, hier, der kann auch erstmal weg. Was will ich denn jetzt damit? Das bringt mir ja alles irgendwie nichts.
Ja, wie kann man das denn jetzt machen am günstigsten, ne? Ich glaube, das günstigste wäre, glaube ich, so von der Sache her, irgendeine, ja, wie soll man sagen, irgendeine Küstenstadt erstmal anzugreifen. Das wäre dann wahrscheinlich Kristiansand. Und die erstmal so runterzuhauen. Also wir könnten natürlich, ja, haben wir eigentlich hier den Flugzeugträger, den haben wir ja eigentlich so ready, so ziemlich, ne? Könnten eigentlich mit diesem. Das dauert zwar so ein bisschen, ne, bis wir das runter haben. Aber eigentlich so vom Prinzip her müsste das gut funktionieren. Ja, 2-3 Runden und dann hätten wir das. Und ich würde sagen, das war's dann erstmal von der Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.